Herzlich willkommen zu unserem heutigen informativen Wochenvideo. Und dieses Mal geht es um neurodegenerative Erkrankungen und ganz speziell um den Morbus Parkinson. Und dazu nehme ich Sie mit ins Gehirn und wir gucken uns so ein bisschen an, was an der Stelle wo los ist. Seien Sie gespannt. An genau dieser Stelle finden wir die Substantia nigra und den Nucleus ruber. Dabei handelt es sich um die Region im Hirn, in der es sich bei dem Morbus Parkinson um diesen chronisch entzündlichen Bereich handelt, in dem meistens mit einer Eisenüberladung es zu einem Untergang der entsprechenden Neuronen kommt, sodass das Dopamin dort nicht mehr andocken kann, um für eine flüssige Bewegung zu wirken. Und es gibt dann therapeutische Maßnahmen, die darauf abzielen, dass das Dopamin langsamer abgebaut wird, sogenannte Monoaminooxygenase-Hämmer B. Und es gibt eben die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, L-Dopa zu geben oder eben auch weiterentwickelte Formen von Dopa, die nicht so schnell abgebaut werden. Das ist Stand der Therapie. Aber was geht noch? Erstens wissen wir, dass eine neurodegenerative Erkrankung eine mitochondriale Dysfunktion ist und daher macht es Sinn, sich diese im Detail anzugucken und all die Dinge, die die Mitochondrien benötigen, um zu funktionieren, in den Optimalzustand zu bringen. Und das bedeutet, es geht um Mikronährstoffe, es geht um antioxidative Kapazität, es geht um oxidative Stressresilienz und es geht darum, dass wir das Thema Entzündung in den Griff bekommen, weil eine Entzündung, wo auch immer sie herkommt, führt in der Regel dazu, dass die Mitochondrien nicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und da das Produkt unserer Mitochondrien, nämlich das ATP, das Adenosintriphosphat, also unsere Energiewährung im Körper, nur eine Halbwertszeit von 5 Sekunden hat, muss sie bei Bedarf gebildet werden können. Wenn die Zellen das nicht können, dann merken wir an den Nervenzellen am ehesten, dass wir damit ein Problem haben und haben die unterschiedlichsten Symptome. Und das kann sich sowohl in der MS als auch beim Morbus Parkinson, als auch bei der Demenz, als auch beim Alzheimer, als auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen jeglicher Art in den verschiedensten Symptomen zeigen. Das Dramatische an dieser Geschichte ist, dass normalerweise 70% der für eine Funktion notwendigen Neuronen nachhaltig kaputt sein müssen, bevor wir tatsächlich Symptome verspüren, zumindest wenn es um den Morbus Alzheimer geht. Und ähnlich ist es auch bei dem Morbus Parkinson. Wenn also die Neuronen zu mehr als 70% kaputt sind, haben wir Symptomatik. Und dann spüren wir jedes Prozent. Was können wir also noch tun über die bereits von mir aufgezählten Maßnahmen hinaus? Die Antwort lautet Ambroxol. Ambroxol ist eigentlich ein Schleimlöser oder genauer gesagt ein Secretomotoricum, was dazu führt, dass das Flimmerepithel stärker und kräftiger schlägt und flimmert und damit sozusagen den Schleim aus der Lunge holt und nach oben treibt. Ambroxol ist aber hirngängig. Es taucht also im Liquor auf und ist dort in der Lage, die Beta-Glucocerebrosidase-Aktivität zu beeinflussen und damit senkt sie das Alpha-Synuklein, denn ein Morbus Parkinson ist eine Synukleopathie. Das heißt, man findet ähnlich wie beim Alzheimer dort sogenannte Klümpchen, Eiweißklümpchenverklebungen. Und das Ganze hat man herausgefunden an dem Queen's Square Institute of Neurology in London und veröffentlicht wurde das Ganze im April. Und zwar hat man 18 Patienten 186 Tage lang untersucht. Einige davon hatten sogar eine genetische Beeinträchtigung der Beta-Glucocerebrosidase und die anderen nicht. Und beide haben dreimal am Tag, also im günstigsten Fall alle 8 Stunden, eine übliche Dosis von Ambroxol zur Schleimlösung bekommen.
keiner hat irgendein sogenanntes Adverse Event gehabt, also ein Ereignis, was mit unangenehmen Nebenwirkungen behaftet war. Aber alle, und das ist das Entscheidende, alle 18 Patienten haben eine signifikante Verbesserung ihrer motorischen Aktivitäten gehabt. Was darauf beruhen muss, dass eben weniger Verklumpungen da sind und dass weniger Entzündung im Hirn war. Mit anderen Worten, Ambroxol ist sozusagen antientzündlich im Gehirn wirksam und bei diesem niedrigen Nebenwirkungsrisiko, es wurde ja nichts gefunden, kann ich nur empfehlen, die Studie, die in meinem heutigen Newsletter vom 18.07.2020 verlinkt ist, sich mal genauer anzugucken. Sollten Sie die gleichen positiven Effekte bei sich verspüren, würde ich mich freuen, wenn Sie das im Kommentarfeld des Videos kundtun, damit auch ein gewisses Feedback da ist für alle anderen, die ebenfalls an diesem Thema interessiert sind. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit.